und willkommen zurück. Es ist mal wieder soweit. Märchen in Asozial Teil 3. Heute wird das Ganze released. Ich bin echt schon gespannt darauf, wie es so sein wird. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Melanie und ich habe euch auf Instagram gefragt, soll ich wieder darauf reagieren? Und ihr habt zu 80% für Ja gestimmt. Also, here we go! Märchen in Asozial Teil 3. Was stelle ich mir darunter vor? Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wieder gerappt wird. Und ein Märchen wurde auch schon so ein bisschen verraten. Das ist die Bremer Stadtmusikanten. Mal schauen, wie das alles unter einen Hut passt. Ich bin echt gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und viel Spaß bei dieser Reaction. Oh mein Gott, dieses Video hat unglaubliche 12 Minuten. Das wird, glaube ich, die längste Reaction, die es je gab. Also nicht lange schnacken, anfangen. Ich habe mal wieder mein viel zu großes Headset auf. Egal. Auf geht's! Hey, Teil 3! Es war einmal ein alter grauer Esel namens Esel. Dieser tauchte seinen Besitzer schon lange nicht mehr zur Arbeit, sodass er ihn gern schlachten wollte. Dem Esel gefiel dies allerdings eher so semi, weshalb er sich aufmachte, um sich seinen lang ersehnten Traum zu verwirklichen. Kalashi! Fährt hat sich erschrocken. Nichts mehr zu gebrauchen. Ich geh nach Bremen zum Rapper und werd der krasseste Gangster-Rapper aller Zeiten. Okay, wie ich schon dachte, es gibt wieder Rap. Yo, 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 yeah, yeah, yo, yo, yeah, 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 yo, Dicker, kommst du mit, dich im Bremen bewerben, kein Bock als Salami zu sterben, yo, Dicker, Bomben-Shit, bin zu alt, um zu jagen, man wollt mich auch schon begraben, yo, Dicker, wir schreiben den Hit mit, ja, und keiner ist so lit, yo, Dicker, wir schreiben den Hit mit, ja, und yo, Dickers feier ich nicht, oha, die geht nicht, yo, Dicker, warum bist du piss? Ich kann keine Mäuse mehr fangen, noch für Mäuse das Singen anfangen. Yo, Dicker, wir schreiben den Hit mit. Keiner ist so lit. Yo, Dicker, wir schreiben den Hit mit. Dicker, ihr seid doch verdicht. Wow. Jetzt kommt der Hand dazu. Yo, Dicker, warum bist du fit? Gönne mir noch kurz albern und dann spitte ich mit. Yo, Dicker, wir schreiben den Hit. Genial. Save 1000 Klicks. Und so machten sich die vier auf den Weg. Unterwegs entdeckten sie eine Bleibe. Kommt die Geschichte. Und da sie der Hunger plagte, entschlossen sie sich förmlich nach Futter zu fragen. Wie zur Hölle haben sie das gemacht? Wir werden hier eine sehr lange Zeit gut leben können. Ja, genau. Vier tollwütige Tiere. Ja. Können eingeschläfert werden. Es war einmal ein junger Prinz, der nicht länger seine rechte Hand überstrapazieren wollte. Da er allerdings die unkomplizierten Frauen seines Königreichs uninteressant fand und viel lieber eine Drama Queen zur Frau haben wollte, blieb er sehr lange alleine. Ja, warum bin ich allein? Keine Frau für mein Leben. Ich weine, ich cry, oh nein. Yeah, ich brauche eine Frau für mein Leib. Ich bin so ein Setzen auf der Erde, cool. Amazon Odo, der 361. Irgendwann wird die Richtige an der Tür klopfen. Ja, bitte. Komm nicht rein, ey. Mir ist kalt, ich bin total durchnässt. Ich muss mal aufs Klo, ich hab Durst und mein Handy muss auch mal am Ende getrunken. Das ist so typisch, das Frauending eigentlich. Muss Pippi, es ist kalt. Stopp, und mein Schatz. Hunger. Ob es eine wahre Drama Queen ist. Und so richtete die Königin der dahergelaufenen ein Bett für die Nacht ein. Übertrieben viele kuschelweiche Matratzen ließ sie aufeinander stapeln, unter die sie eine Erbse legte. Die hat immer nur ein Vorladekabel. Ich bin total müde. Das hatten sie in der Insta-Story gezeigt. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das fertig aussieht. Okay, haben sie so gelassen. Schon wieder eine Schabracke, die hier Faxen macht auf den Matratzen, die mich hindert, mal zu schlafen. Jetzt ist die auch nur ein Stein. Ah, das ist die Erbse. Heute Abend dein Tiefschlaf wird heute versagen. Erbse Freddy wird dich in deinen Träumen jagen. Nach den harten, überragenden Nerven.
hat das Tanky-Shirt an. Ich kann gar nicht schlafen, fuck, es ist schon viel. Die Königin kriegt morgen was zu hören von mir. Erstmal einer blass, bevor er mir im Rock kapiert. Es geht mein Leben durchs Bett und ich stink nach Kacke. Ich hoffe, das war Luft und keine feste Masse. Was hat sie gegessen? Eine sterbende Ratte. Spüre die Rache meiner Morgenlatte. Warum ist es denn so ungemütlich hier? Ich kann gar nicht schlafen. Wie kommt man auf sowas? Frage ich mich jedes Mal wieder. Wie kommt man zur Hölle auf sowas? Ein wenig masturbieren. Bah, was ist das? RIP. Eine wahre Drama. RIP. Das provisorische Kleid, habt ihr das gesehen? X-beiniger Igel. Der Hase und der Igel, jetzt bin ich gespannt. Als er nach Hause war, um seiner geliebten Frau Ayran zu bringen, hoppelte ihm ein selbstverliebter Hase über den Weg und sprach zu ihm: Deine Beine sind immer tierisch am Arsch, deine Höchstgeschwindigkeit hüst ins Gänsemarsch. Deine DNA ein Rätsel-X-Faktor, Bein am Schwanz, aus eine Kastanie mit Scheiße gepaart. Schimmer deine Base, Bro, warum bist du jetzt so? Meine Stachel sind gestylt wie ein krasser Afro. Hab zwar X-Beine, aber die rennen schneller als X. Deiner Beine rennen X-Meilen weiter, hier eine kleine Demo. Slow-mo Igel. Gar nicht mal so schlecht für einen dummen. Die Perspektive, genial. Mich one on one ohne Pausen. Gewinner kriegt ein Eiran, komm, lass mal laufen. Das hat sich mir nicht gefallen. Ich werd jetzt erstmal home in meine Eule knallen. Komm dann zurück mit Lichtgeschwindigkeit, Bruder, bis tief, weil ich hab dich bei den Eiern, Bruder, nicht mehr mit den Sieg krallen. Geht klar. 3 Uhr hier mal ein Kackefett. Jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Bruder, muss los, zu weiter vor nach Hause. Und so rannte der kleine Igel in Windeseile nach Hause, um seiner stachligen Frau den Plan zu erläutern, nachdem er sie kräftig begrüßt. Mal gucken, wer die Frau spielt. Aber sie sieht ja gar nicht aus wie du. Kelly. Auch Kelly. No? John. Voller Zuversicht hasteten die beiden zum alten Kackefeld. Zum alten Kacke. Ey! Ich hab quasi schon gewonnen, schnell den Eiran für mich gehört. Ich bin fast schon angekommen, Justin. Ein Flash-Hase. Aber nicht, bin schon lange da. Bin ich meine Frau, falls jemand fragt. Was gibt's nicht? Shit am Start. Let's go, 200. Oh mein Gott, schon wieder After Effects, Next Level. Ich will das auch können. Ich hab bisher jeden besiegt. Dritte Runde im Turbo, mega Energy Speed. Ey, von mir aus so oft, wie du willst. Aber pass bitte auf, dass du dich dabei nicht killst. Deine Mutter. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann rennen sie noch heute. Spaß, jetzt rennt er doch die ganze Zeit hin und her. Na toll. Tot. Es war einmal eine Stiefmutter, ihre zwei übelst hässlichen Töchter und die geile Asche auf sammelnde Stieftochter. Aschenpony, komm mal her! Ich komme, steht mit euch im Garten. Verbinde! Wir sind das Opfer, ey. Nicht so wie ihr, meine süßen, perfekten Töchterchen. Na, wenig Leute. Genau wie ihre Väter. Na, klasse. Und so lebten sie Tag ein, Tag aus, mitten im Leben bis zu jenem schicksalhaften Tag. Es ist Ladies Night und der Prinz des Märchenwaldes veranstaltet Unge! Und jede heiratsfähige Lady hat gefälligst zu erscheinen, denn der Prinz ist spitz wie nach Post. Jetzt bin ich gespannt, wer der Prinz ist. Na, dann macht euch mal hübsch, Töchterchen. Wir gehen heute Abend aus. Darf ich auch mit? Ich bin auch sehr horny eigentlich. Nö, sehr horny. Ich will nur gucken, wie ich aus wie Mann. Jetzt kommt die Fee. Sad life. Du bist aber ein hässlicher Schmetterling. Ich frag mich, warum du mich slappst. Unter dir eigentlich eben, doch du hast mich dividiert. Wieder diesen hier. Aschenputtel rannte los und besorgte voller Zuversicht die Dinge, die die Fee von ihr verlangte. Hier, kleine Fee, 4 Pommes und ein Ei rein. Und jetzt? Die Pommes, Fahne, Loft, Rappen, Kumpanen. Dibidi, Debidi, Depp, Rappen, Fänger von Haben. Stardust setzt mich komplett, du brauchst so nice Karre. Dibidi, Debidi, zackieren, Tesla für Arme. Schau, wie ich aus, wenn ich rausgehe, die Vorstellung.
Mal gucken, was jetzt. Mal gucken, was jetzt aus dieser Kutsche wird. Bin ich echt mal gespannt. Oder soll es das schon gewesen sein mit der Kutsche? Wow, aber hast du nicht auch irgendwas Überkrasses für mich? Wow, ist das dieses krasse Märchen in Asien? Bruder, was los? Bruder, muss los. Denk dran, 18 Uhr bist du zu Hause, weil länger hält der Zauber nicht. Wieso? Sei mal froh, dass ich nach diesem Klatscher und der ganzen Magie noch lebe, du undankbares Stück Scheiße. Und so der Hintergrund gesehen, Rezo, gesucht. Das alte Aschenputtel zur Party im Schloss der Königsfamilie auf, um dort ihren Traumprinzen zu treffen und ihn zu erobern. Okay, das war's also doch schon mit der Kutsche. Der Bär steppte schon kräftig, als sie bei der Feierlichkeit eintraf. Nur der Prinz war ganz und gar nicht angetan von den Frauen, die um seine Gunst buhlten. Plötzlich aber entdeckte er inmitten der Menschen einen zarten Engel, der seine Aufmerksamkeit. Ist natürlich auch genial, wenn die Jungs so die Mädels spielen und andersrum. Unbekannten ebenso. Ey, Geile! Ey, Geile! Alleine? Ja, leider! Du Geile! Bist du neu in meiner Stadt? Nein, Mann! Bin der neu in diesem Club! Ja, Geile! Warum musst du noch nicht nackt? Ey, Scheiße! Hast du Druck in deinem Sack? Ey, keine! Ey, ich verstehe dich nicht. Richtig auch nicht, aber mein Zauber erlischt jetzt gleich. Bruder, muss los. Ey, Geile! Ey, Geile! Finde mich! Der Prinz suchte nah und fern im ganzen Märchenwald und es vergingen sehr, sehr viele Jahre. Er nervt den Dach schon wieder. Ey, Geile! Kennen wir uns? Ich bin der Prinz. Was willst du hier? Das war hier nicht mehr. Dann war doch nicht wichtig. Was war das denn? So oft Sad Life heute, ey. Wahnsinn, schon das dritte Mal. Sad Life. Und wenn sie nicht gestorben sind, schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie dieser Satz weitergeht. Yay! Ha, was soll ich sagen? Genial. Also ich mal gucken, vielleicht kommt noch ein Teil raus und ich bin echt schon gespannt, falls noch einer kommt, was dann in dem passiert. Das war mal wieder richtig, richtig kreativ, cool. Waren einige Szenen dabei, die echt lustig waren. Hat mir im Groben und Ganzen echt gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch gerne ein Däumchen nach oben oder lasst einen Kommentar da. Abonnieren ist kostenlos und würde mich sehr freuen und mich sehr unterstützen. Aktiviert das Glöckchen, dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!